Der Weinort Altenahr mit den idyllischen Gassen hatte eine 1000-jährige Geschichte und ist eingerahmt von einer Felsenlandschaft. Auch der beliebte Ahrradweg ist hier angesiedelt. Ebenso gibt es viele Möglichkeiten für Wanderungen. Eine beliebte abwechslungsreiche Wanderung ist die zum Teufelsloch. Festes Schuhwerk ist dabei empfehlenswert. Oftmals starten Wanderer ihre Touren auch auf den Rotweinwanderweg oder den Ahrsteig. Die Weine aus dem Ahrtal sind preisgekrönt. Nahezu 1500 Sonnenstunden im Jahr schaffen gute Bedingungen für den Weinanbau. Die Burg Ahre ist die denkmalgeschützte Ruine einer Höhenburg aus dem 11. Jahrhundert. Von 1997 bis 1999 wurde die Ruine gesichert und unter Denkmalschutz gestellt. Seitdem ist sie für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Die Ruine kann zu Fuß über einen schmalen Fußweg erreicht werden. Oben angekommen, wird man mit einer wunderschönen Aussicht in das Ahrtal belohnt. Die Ahr ist ein linker Nebenfluss des Rheins. Die Ahr entspringt im Ortskern des in der Eifel gelegenen Ortes Blankenheim, im Keller eines Fachwerkhauses. In Altenahr beginnt die größte Ahrschleife. Sie steht aufgrund ihrer Flora und Fauna unter Naturschutz. Das Ahrgebirge ist ein 25 Kilometer langer Mittelgebirgszug der Eifel. Er gehört damit zum Rheinischen Schiefergebirge und liegt zwischen Bad Münstereifel und Altenahr. Im Ortskern befindet sich die romanische Pfarrkirche Mariä Verkündigung aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirche wird im Jahr 1166 erstmals erwähnt.